Hallo zusammen, ich habe heute eine Partie mitgebracht, die mir vor einiger Zeit persönlich über den Weg gelaufen ist. Und da gibt es wieder so diese eine magische Sekunde, die mir ziemlich gefallen hat. Und von daher habe ich das Ganze dann auch gleich in einem Rätsel verarbeitet. Rätsel Nummer 43, der Leichenflatterer. Das hier ist also die zugehörige Analyse und Auflösung. Der Leichenflatterer, noch kurzer Hinweis, kleine Seitenanekdote. Das ist die späte Hommage an einen Spieler. Ich denke mal, dass der aus irgendwo Südbayern oder vielleicht sogar Österreich kam. Vor Jahr und Tag hatte ich den mal bei einem größeren Turnier am Tisch. War schon deutlich über 80, weiße Haare, weißer Wallebart, sah so ein bisschen aus wie der Almöhi. Und als wir dann gemeinsam dem anderen Spieler mal ein Spiel umgebogen hatten, da entschuldigte er sich: Ja, ich hatte Leichenflatterer, ich hatte Leichenflatterer. Und der Leichenflatterer, der berühmte, das nennt man hier in Hamburg einen Rollmops, also von allen Farben und zwei und auch zwei Buben immer vier Trumpf dagegen. Und damit lässt sich dann mal eine Leiche flattern, also ein Spiel, was nicht ganz so stark ist. Manchmal aber, und das zeigt hier dieses Beispiel, lassen sich damit sogar richtig starke Spiele umbiegen. Und das ging jetzt so. Der Alleinspieler ist in Vorhand bei 18 Besitzer geworden, hat Pik angesagt und eröffnete das Spiel mit der Pik 7. Von meinem Partner kam der König. Ich habe natürlich die 10 genommen, 14 Augen. Und jetzt hier in der Spieleröffnung weiß ich natürlich noch nicht, wie die Karte sitzt. Will natürlich nicht in eine meiner einfach bestellten Zehner greifen und hier womöglich schon was kaputt machen, sondern den Ball flach halten, eine ganz neutrale Karte spielen, die nichts kaputt machen kann. Herz Lusche. Herz Lusche, Alleinspieler hatte geschnippelt mit der Dame von meinem Partner Herz 10. Das war natürlich genauso, wie ich es mir gewünscht hatte. Gut hingehauen, 27 Augen. Und nach einer kurzen Bedenkzeit kam von meinem Partner dann hier auch die Herz Lusche zurück. Herz Lusche, Herz Lusche und vom Alleinspieler das Ass. Der spielt wenig überraschend wieder Trumpf. Es liegt Trumpf Lusche. Und von meinem Partner fiel das Karo Ass. Und jetzt frage ich mal in die Runde, wie sollten wir hier das Spiel fortsetzen und warum? Ja, es ist hier dieser kleine magische Moment, in dem es eben darum geht, nicht nur an diesen einen Stich zu denken, sondern einen etwas größeren Gesamtplan zu fassen, sich schon mal überlegen, wie das Spiel geschlagen wird und was bekannt ist. Und deswegen ist es eben korrekt, hier mit der Pik Lusche raufzulaufen und nicht, wie die meisten Spieler sofort machen, mit einem Buben. Denn schließlich ist ja bekannt, dass der Alleinspieler noch den Kreuz Buben hat. Und es sieht also so aus, als ob wir hier zwei Augen verschenken, wenn wir die Pik 9 legen. Das ist wohl auch so in diesem einen Stich, aber es geht um den Gesamtsiegplan und dafür ist die Pik 9 wichtig. Denn der Alleinspieler hat 6 Trumpf und er hatte 2 Herz. Mithin hat er nur noch 2 unbekannte Karten und auf jeden Fall nach diesem Stich kommen wir noch nicht so weit, dass uns ein einzelner Trumpfstich reicht. Wir brauchen also neben dem weiteren Trumpfstich, den wir in der Hand haben, noch einen Stich, wo wir hier einen von unseren Vollen typischerweise nach Haus kriegen sollten. Wenn der Alleinspieler also noch das Kreuz Ass in der Hand hat und den siebten Herz, dann können wir ohnehin nicht gewinnen. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann sollten wir das Spiel gewinnen. Und dafür müssen wir jetzt aber nach diesem Stich mit Trumpf fortsetzen, damit wir am Ende Kontrolle über den letzten Vollen haben. Wenn wir jetzt eben nämlich selber mit dem Herz Buben fortsetzen und die Karo 10 anbieten, kann der Alleinspieler stechen, zieht den Kreuz Buben von oben, spielt uns mit dem kleinen Trumpf wieder an und kann sich dann im Endspiel noch die Kreuz 10 angeln, selbst wenn er eben auf dem bestellten Kreuz Ass sitzen sollte. Deswegen hier eben mit der Lusche rausnehmen, Buben nachsetzen. Das ist vor allen Dingen das Schöne in dieser Situation. Es ist eindeutig, weil es keine Verteilung gibt, in der uns das um den Sieg bringt. Selbst wenn der Alleinspieler jetzt nur noch eine Lusche dabei hat und den letzten Herz, dann können wir diesen 21er Stich in Kreuz später immer noch einsacken. So, Alleinspieler nimmt also den Buben, ist seine beste Chance, hinten Abwurf und spielte Trumpf wieder raus von meinem Partner. Herz König, der bringt natürlich die Gewissheit und die Erleichterung, dass wir hier alles richtig gemacht haben, dass das Spiel jetzt nicht mehr zu gewinnen ist. Denn der Alleinspieler hat jetzt natürlich logischerweise noch eine schwache Karte, die er abgeben muss. Er hat noch zwei Trumpf, Kreuz Ass können wir ihm zutrauen, aber entweder er bedient jetzt unsere Karo 10 und damit sollten wir dann den Sack zumachen, oder er hat eben noch einen Kreuzstich abzugeben.
Alleinspieler sticht, denn sonst müsste er hier auf 60 abwerfen oder ein bisschen darüber. Und hier in dem Moment hatte er ja natürlich noch mal ganz kurz die Hoffnung, dass Kreuz 10 auch blank sein könnte. Wo jetzt hier die Karo 8 fällt, kann das natürlich nicht mehr der Fall sein, denn jetzt stehen die Kreuzen eben 3 zu 2 verteilt. Er muss am Ende jetzt eben den Kreuz König noch abgeben. Damit gewinnen wir das Spiel, und das war eben tatsächlich nur möglich, wenn wir ganz präzise in diesem magischen Moment mit der Trumpf-Lusche mitgenommen haben und Trumpf fortgesetzt haben. Von daher, an der Stelle hatte der Alleinspieler auch seine beste Chance. Er kann das Spiel tatsächlich auch gegen diese vier Trümpfe nicht verlieren, wenn er hier nur mit dem Karo Buben fortsetzt. Ja. So ist es gewesen, so ist es passiert. Ein ganz interessantes Spiel, was einmal mehr zeigt, nicht nur an einen Stich denken, sondern ein bisschen nach vorne denken, den Gesamtplan sehen, und dann wird es auch was beim Skat. Dann möchte ich mich abschließend einmal bedanken, erneut bei weiteren treuen Patrons, und zwar Daniel Purucker, Daniel Zinn, Elmar Schulte, Florian Klausen und Heiko Moje für eine monatliche, also regelmäßige Unterstützung meines Kanals. Und auch nochmal Dank an Stefan Kallhorn für eine einmalige Unterstützung. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ja, das soll es von mir gewesen sein. Wünsche euch noch ein schönes Wochenende, wünsche euch einen schönen Abend. Bleibt am Ball und wie immer, gut Blatt.